Wir wollen die dicken, fetten Brassen haben. Also ran ans Wasser und dann rausziehen die dicken. Bäm, Alter, Prügel. Also, das kann sich doch schon direkt sehen lassen hier. Schöner Fisch, richtig großes Gewicht. Genau das wollen wir haben. Dicke, fette Brassen, die dann aber im Idealfall natürlich auch noch mit guter Frequenz laufen. Denn ein, zwei Brassen machen ja noch lange keinen Spot. Und ja, unter der Devise hatte ich gestern auch schon ein wenig Brassen gesucht. Leider nichts gefunden. Und mit der Problematik sind wir dann halt auch mal in den Stream gegangen. Und da meinte der Devilos einfach, Alden, ich such mal Brassen. Und zack, hat er geliefert, Alter. Abgefahren. Abgefahren. Also, zwei Spots sogar gefunden. Zwei Spots, einen davon zeige ich jetzt hier gerade. Also natürlich an der alten Festung. Brassenkloppen. Quasi das tägliche Silber des kleinen Anglers. Und hoppala. Und die dicken Dinger, die wollen wir doch jetzt hier rausziehen. Wir haben natürlich das Ganze auch noch ein bisschen gepimpt. Jawohl, nächster Brocken. Und raus damit. So soll das sein. Der Devilos hat das alles schön dokumentiert, alles fein säuberlich aufgeschrieben, mit welchem Setup, mit welchem Köder, an welcher Stelle, wie weit und so weiter und so weiter. Alles dazu im Discord, Link unten drunter unterm Video. Und natürlich hat er auch noch eine Futtermische hergestellt, die natürlich dann auch auf diesen Köder abgestimmt ist. Denn wir haben ja die Option, wenn wir normale Brassenmische herstellen, wo ist sie? Brasse, haben wir ja hier nur in Verwendung quasi zwei Komponenten. Das heißt, die Made und Hirsebrei. Und das ist halt nicht genug, beziehungsweise wir könnten ja mehr machen. Bedeutet also, wenn wir in die normale Futtermische gehen, haben wir ja hier ganz andere Optionen. Und ihr seht hier auch noch Reste von mir vom Rumhantieren hier quasi mit den Futtermischen. Ich hatte jetzt zuletzt auch verschiedene Brassenfuttermischen hergestellt. Einmal für Erbsenbrei, einmal für Perlengraupe extra und einmal für Knoblauch. Denn das sind immer wieder die drei wichtigen Köder fürs Brassenangeln. Einer dieser Köder funktioniert halt immer. Und das muss man dann eben ausprobieren, welcher geht gerade. Wenn man dann den richtigen Obballer, vielleicht ein bisschen länger warten, wenn man dann den richtigen Köder gefunden hat, worauf die Brassen halt beißen, dementsprechend dann das Futter herstellen und genau drauf auslegen, damit man einfach eine noch bessere Chance hat, richtig gute Brassen rauszuziehen. Ich stehe jetzt hier gerade erst, also ich bin jetzt gerade erst hier hingekommen, ja, tatsächlich gerade erst hier mitten in der Nacht angekommen, hatte vorher noch die Futtermischen gemacht, aber für diese kurze Zeit sieht das doch schon richtig gut aus. 3 Uhr, ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, dass ich so bis ungefähr 10 Uhr hier stehe und bin dann auch gespannt, was dann da rausgeht. Aber es sieht auch bisher schon ganz gut aus, ne? So ein paar kleine sind auch mit dabei. Wir gehen natürlich nochmal aufs Set ein und auf die Futtermische im Detail. Alles das, was ich jetzt hier gerade verwende und wie das Set aufgebaut ist. So, so, so. Von der Position her, ich mache die Map mal auf, ist das hier gerade die Position. Also, C4 und dann, ja, eigentlich locker flockig ausgeworfen. Ich hatte jetzt die Tage schon, beziehungsweise gestern hatte ich probiert, ein bisschen weiter unten, deutlich weiter, 25 Meter in dem Bereich. Da ging leider gar nichts. Deswegen bin ich ganz froh, dass hier was geht. Ich hatte auch hier unten probiert. Da ging auch leider nichts. Und ich hatte, das ging ja auch zwischendurch mal ganz gut, dieser Schlein- und Aalspot, der hier oben ist, bei diesem Gestrüpp. Da ging auch die Brasse immer mal wieder. Auch da ging nichts. Den zweiten Spot, den der Devilos gepostet hat, der ging auch richtig super. Der steht im Discord. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ein bisschen rumzuppeln, ein bisschen schaufeln zwischendurch, weil wir wollen ja die Zeit auch sinnvoll nutzen. Und dann gucken wir mal eben, ja, das schmeckt. Und dann gucken wir mal eben rein hier. Also, das sind die Routen, normale Fiederrouten,
ausgerüstet natürlich mit einem Feederkorb. Dazu gab es ja aktuell gerade gestern noch ein Tutorial-Video zum Herstellen der verschiedenen Futtermischen im Anfängerbereich bis zum Brassenangeln und danach das Video zum Herstellen oder zum Verwenden des Futterkorbs und wie und wo das Sinn macht. Also wenn du da noch im Anfängerbereich bist, einfach mal in die ganze Tutorial-Serie reinschauen. Am Ende des Videos gibt es auch direkt den Link dazu im Abspann. Ansonsten, wie gesagt, ist das hier die Mische in Kombination. Und wenn man sich da die verschiedenen Mischen anschaut, es gibt gar nicht so viele Komponenten, die da super zu passen. Was man halt immer wieder gut machen kann, wäre etwas Süßliches. Deswegen hatte ich halt Biskuit auch noch mit reingeballert. Ansonsten würde aber auch sowas wie Erbse reichen. Das hatte der Devilus auch nochmal gepostet im Discord unter dem Bereich Futtermischen. Und da hat er, glaube ich, nur die Erbse mit verwendet, weil wir ja Erbsenbrei als Köder quasi ja hier verwenden. Und kommt da der 10 Uhr Abschlussfisch, das könnte er natürlich jetzt schon gewesen sein. Bisschen machen wir noch. Wir sind jetzt schon, ja, so kurz vor 10. Also, bisher, ich würde sagen, durchwachsen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal testen. Ab den Abendstunden ausgiebig anfüttern. Und dann natürlich nochmal rein damit, Karl Otto. Ich gucke gerade mal eben rein. Es war zwischendurch so ein kleiner Einbruch, wo dann wirklich hier diese ganzen Kleinen dazu kamen. Nachdem es wirklich ja in der Nacht gegen 3 Uhr richtig stark losging. 3,8 Kilo fast. Also richtig schöner Brocken ging mit rein. Von der Frequenz her geht da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Vielleicht teste ich auch tatsächlich einfach mal eine Nacht lang auf einen Viererhaken nur, um eine etwas höhere Frequenz zu haben. Vielleicht sind die dann nicht ganz so schwer, die Brassen, aber dafür ballern da einfach nochmal ein paar mehr rein. Auch durchaus eben eine Möglichkeit, über den Haken die Frequenz ein wenig zu steuern. Und was eben auch immer wieder wichtig ist, zwischendurch mal so ein bisschen dran zuppeln. Also dieses Y, zack, siehste, Y drücken. Das ist echt ganz wild, wie diese Fische an den Ködern rumzuppeln und sich manchmal einfach nicht entscheiden können. Also es gibt manche Gewässer, da sieht man das regelrecht. Es kommen die Fische angeschwommen, sie schwimmen quasi zum Köder und zuppeln an dem Köder rum. Der Köder fliegt da unter Wasser so ein bisschen hin und her und dann schwimmen die da hin und her und die zuppeln und zuppeln und zuppeln. Und da gibt es eben manche Kandidaten, die das eben übertreiben, stundenlang regelrecht im Game da rumzuppeln. Und dann muss man denen da quasi so ein bisschen die Entscheidung fast abnehmen. Das heißt, man drückt ganz kurz Y, zack, zack und zack. Und dadurch, tja, ich weiß es nicht, man triggert die Fische, dass die eher mal zubeißen. Oder man strafft die Schnüre manchmal ein bisschen mehr. Denn auch das ist so ein Ding, wenn man die Schnur auswirft und man zieht stramm, ist immer noch ein bisschen Schnur vom Vorfach sozusagen, liegt dann da so ein bisschen locker rum und man könnte quasi so richtig, ich sag mal so hart stramm ziehen, so mal so richtig reingehen, bis die dann wirklich bis zum letzten Ding stramm gezogen sind. Ich werde das nochmal genauer angucken. Ich hatte da schon tatsächlich mal Videoaufnahmen zu gemacht, um das mir genauer anzuschauen. Vielleicht lade ich die auch einfach mal hoch. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein hier in den Kescher, ob sich das Ganze denn dennoch gelohnt hat für so eine halbe Nacht. Ein bisschen zuppelt ja hier noch was und dann machen wir mal eben Kassensturz. So, also schauen wir natürlich nochmal schnell rein hier in die ganzen Brassen. Für die ganze Zeit jetzt, die ich da war, also oder in der kurzen Zeit, sind wir hier immerhin noch bei 90 Silber gelandet. Von 3 Uhr in der Nacht bis ungefähr 11 Uhr. 50-50, ja, nicht knapp, ja doch, knapp 50-50, maßige, unmaßige oder ein bisschen besser als das. Wobei das hier oben ist ja hier unser Ziel, die dicken Brocken. Und ich würde sagen, da teste ich jetzt in der nächsten Nacht direkt den zweiten Spot, den der Devilus da gepostet hat. Ich bin schon übelst gespannt, denn der soll auch auf Erbsenbrei gehen. Und ich glaube, da werde ich jetzt die Brassenmische doch nochmal umändern und nehme das Biskuit nochmal wieder raus. Mal gucken, ob das vielleicht zu süß war, warum zwischendurch so viele von diesen Silbrigen reingegangen sind. Die wollen wir ja nicht. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.